Welche Droge ist eigentlich am schwierigsten zum Besorgen? Welche Droge gibt es bei jedem Dealer um die Ecke? Und bei welchen muss man jahrelang nach entsprechenden Kontakten suchen? Und bei welcher Droge ist es theoretisch leicht, die Substanz an sich zu besorgen, aber schwer gute Qualität zu bekommen? Schreibt hier schon mal euren Tipp für den ersten Platz in die Kommentare und schaut dann mal, ob ihr richtig lagt. All diese Drogen birgen viele Gefahren, also lasst den Konsum lieber sein. Die genauen Gefahren findet ihr bei den spezifischen Videos zu den Substanzen. Platz 8. Fangen wir an bei der Kategorie, wo es am leichtesten ist, die Drogen zu bekommen. Das sind natürlich die Drogen, die legal sind und die es in jedem Supermarkt zu kaufen gibt. Das sind Lachgas, Alkohol, Zigaretten und Koffein. Platz 7. Als nächstes kommt die Kategorie von Drogen, die zwar legal sind, aber nicht in jedem Supermarkt, sondern nur online erhältlich sind. Das wären Substanzen wie 1D-LSD, Kratom, Blauer Lotus, Kana, HHC, etc. Platz 6. Dann kommen die Substanzen, die zwar illegal sind, aber die so gut wie jeder Dealer am Start hat. Ich habe eine Umfrage gemacht, wo ich euch bewerten habe lassen, wie schwer ihr es auf einer Skala von 1 bis 10 fandet, die unterschiedlichen Drogen aufzutreiben. Diese Ergebnisse werde ich immer bei den einzelnen Substanzen anzeigen. Wenn die Balken eher links sind, fandet ihr es leicht, die Drogen aufzutreiben, wenn sie rechts sind, eher schwer. Vor allem Cannabis, MDMA, Koks und Speed sind so die Drogen, die so die meisten Dealer am Start haben. Cannabis noch ein bisschen eher als die anderen. Von diesen Substanzen ist es meiner Wahrnehmung nach aber besonders bei Speed und Koks schwierig, gute Qualität aufzutreiben. Ich habe bis jetzt zweimal in meinem Leben Speed genommen und beim zweiten Mal habe ich so gut wie gar nichts gemerkt, obwohl die Lines sogar größer waren als nach meinem ersten Konsum, also schwierig. Platz 5. Als nächstes haben wir so die Mittelfeldkategorie. Das sind Drogen, die jetzt nicht jeder Dealer hat, aber sehr viele. Spätestens im dunklen Netz sind diese Substanzen easy aufzufinden. LSD, Pilze, Ketamin, Benzos, Opiate. Die letzteren zwei bekommt man auch gar nicht so schwer vom Arzt verschrieben. Platz 4. Dicht dahinter kommt die Substanz 2CB. Die erste Droge mit einem eigenen Platz hier im Ranking. Bekannt auch als das Psychedelikum, was am ehesten partytauglich ist. 2CB-Pillen werden immer populärer und werden einem bereits an sämtlichen Festivals angeboten. Aber 2CB in Pulverform ist sogar im dunklen Netz nicht ganz so einfach zu bekommen. Ecstasy gibt es auf Marktplätzen im dunklen Netz von so locker 50 Händlern aus aller Welt. Bei 2CB-Pulver sind es häufig nur 3, die dann aber teils aus ungünstigen Ländern kommen. Wie man auf die Seiten im dunklen Netz bekommt, werde ich in diesem Video by the way nicht verraten. Das braucht schon ein bisschen Skill, also die Erwähnung, dass es Sachen dort gibt, macht es einem nicht leicht, dass man das dann bekommt. Kommen wir aber zu den Top 3. Das sind die Substanzen, wo es wirklich schwer ist, sie aufzutreiben. Platz 3, DMT, Dimethyltryptamin, die halluzinogene Substanz, die nur 10 Minuten wirkt. Das ist auch die Substanz, wo ich am häufigsten auf Instagram Nachrichten bekomme mit der Frage, wo man die herbekommt. Was ich immer ein bisschen verwunderlich finde, denken die, dass ich dann sowas antworte wie: Jo, kein Stress, ich gebe dir die Nummer vom Sebastian Sebehuhu, der kann dir was geben. Im dunklen Netz ist DMT schon immer aufzufinden, aber von nicht ganz so vielen Händlern. Die Qualität schwankt da auch stark. Die Herstellung bzw. Extraktion ist im Vergleich zu anderen Substanzen etwas einfacher, weshalb sich da viele dran versuchen, die dann minderwertige Produkte herstellen. Mir wurde vor 2 Jahren mal ein sehr exzellentes DMT untergemischt und seitdem bin ich nie wieder in den Genuss gekommen, DMT zu konsumieren, was auch nur ansatzweise so smooth war wie das. Platz 2, hier kommt etwas sehr Unerwartetes und zwar Research Chemicals wie ALAT oder 6-APB. Es gibt einige Research Chemicals, die in Deutschland nur durch das neue psychoaktive Substanzengesetz verboten sind. Also die sind zwar illegal, aber wenn man nicht damit dealt, gibt es dafür keine Strafe. Weil sie gesetzlich sozusagen weniger tabu sind als die meisten anderen Drogen in der Liste, könnte man meinen, dass die dann besonders leicht zu bekommen sind, aber es ist umgekehrt. Das Ding ist, theoretisch gibt es viele legale Research Chemical Online-Händler, die diese Substanzen im Angebot haben. Wie geht denn das? Die Substanzen sind nämlich in einigen Ländern Europas noch komplett legal. Diese in diesen Ländern ansässigen Online-Händler verschicken dann aber nicht nach Deutschland. Die Nachfrage scheint aber nicht groß genug zu sein, dass die Substanzen im dunklen Netz verkauft werden. Scheinbar sind da diese meist niederländischen Händler mal auf die Fresse geflogen, weil direkt nach dem Verbot dieser Substanzen haben die noch nach Deutschland geschickt. Schade, dass es jetzt nicht mehr so ist. ALAT empfand ich immer als eine Art wärmeres LSD.
So gut wie alle Alat-Pappen Europas werden meines Wissens nach übrigens auch von Lizard Labs produziert, also die, die auch das legale LSD, 1D-LSD für komplett Europa, für alle Händler produzieren. Es gab aber mal eine Phase, wo die aufgehört haben, das zu produzieren. In dieser Zeit war es dann also so, dass diese Händler theoretisch noch nach Deutschland verschickt haben, es aber trotzdem schwer verfügbar war, weil diese Händler alle keine Lagerbestände hatten und nichts Neues produziert wurde. Bevor wir zu Platz 1 kommen, beim Schneiden ist mir gerade noch ein Ehrenplatz eingefallen, und zwar Phenibut. Phenibut ist zurzeit auch erstaunlich schwer zu bekommen. Und das ist besonders weird, weil bis vor kurzem konnte man Phenibut auf sehr, sehr vielen Seiten im Clearnet einfach so bestellen. Aber ich habe in letzter Zeit keine Seite gefunden, wo das Zeug nicht ausverkauft war. Des Weiteren schwankt die Qualität von Phenibut auch sehr krass, wenn man sich da Online-Bewertungen durchliest, kommen da bei vielen Produkten immer Kommentare, dass da zum Beispiel gar kein Phenibut drin war. Platz 1. Viele kennen die Substanz wahrscheinlich aus dem Film Wolf of Wall Street, wo auch die schwere Verfügbarkeit thematisiert wird. Es handelt sich natürlich um Quaaludes. Which meant there was only a finite amount of these things left. No shit. You can't even buy them anymore. You people are all shit out of luck. Quaalude ist der Markenname der Droge. Der Hauptwirkstoff lautet Metaqualone. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Hier sehen wir, wie die Quaalude-Wirkung bei Wolf of Wall Street dargestellt wird. Die Substanz ist ein hypnotisches Sedativum. Sie soll sowohl Euphorie als auch Schläfrigkeit auslösen, ähnlich wie manche Benzos. Es scheint so, als würde niemand mehr die Substanz herstellen. Und auch wenn Leute sagen, dass sie die Substanz haben, handelt es sich meist in Wirklichkeit um eine andere Substanz. Ich habe im dunklen Netz einen einzigen Vendor gefunden, der behauptet, ein Quaalude-Analog zu verkaufen. Dieser würde aber nur in die USA verschicken. Daher bekommen Quaaludes verdientermaßen den Platz 1. Die Geschichte hinter Quaaludes ist eigentlich auch voll interessant. Schreibt in die Kommentare, falls ich da mal ein ausführliches Video machen soll. Wenn ihr diesen Kabal supporten wollt, gönnt euch etwas aus dem Open Mind Shop wie den Projektor 3000 Chill. Rabattcode gibt es im angepinnten Kommentar.